mir. Warten Sie bitte. Ich komme. Hallo. Guten Tag. Danke. Das alles ist für mich. Ich werde das Bett jetzt ein bisschen aufmöbeln. What? Was macht sie? Jetzt zeige ich euch, wie man ein schlechtes Bett in ein perfektes Bett verwandeln kann. Alles, was ich dafür brauche, ist kaum viel. Oh, ich kann nicht halten. Pass auf. Alles gut. Keiner wurde verletzt. Also, mache ich weiter. Geht es dir gut? Ja, ja, alles ist in Ordnung. Ich habe ein sehr wichtiges Detail für meine Konstruktion gefunden. Lass es dort liegen. Noch ein. Das war's. Das ist erledigt. Jetzt der Bohrer. Au, ich falle. Ich habe doch gesagt, du solltest vorsichtig sein. Alles ist in Ordnung. Jetzt werde ich den Müll loswerden und werde mein Bett bauen. Es ist sehr einfach. Alles, was man tun muss, ist, die Bretter gut zu befestigen, und das ist schon die halbe Miete. Fertig. Ich habe es gut gemacht. Cool. Perfekt. Erledigt. Wow, ich will auch so ein. Ich kann es mir leicht leisten. Schon da? Kommen Sie herein. Hier ist Ihr Geld. Wir machen gleich alles. Vielen Dank. Was ist das? Puh, das war hart. Wieso? Das ist sehr cool. Das ist keine Überraschung. Ich werde das beste Bett haben. Cool. Und Sie haben die Blumen gestellt? Sehr gut. Ja, gut gemacht. Mit den Kissen ist alles fertig. Awesome. Noch der letzte Schliff. Und achtet auf eure Augen. Wow. Und was hast du gedacht? Wirst du das beste Bett haben? Wow. Oi, es ist so hart, hier zu sitzen. Es ist so schön hier. Was sieht sie mich an? Na gut, was soll ich hier tun? Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen. Vorhänge. Jetzt wird es sicher wunderschön werden. Und was wäre, wenn ich etwas anderes nehme? Auf einen Schlag. Jetzt muss alles auf den Punkt gebracht werden. Okay. Ich brauche einen Tacker. Immer eine gute Hilfe. One more. Los geht's. Ein Vorhat ist fertig, jetzt den zweiten. Yes. Geschafft. Aua, warum wirst du den Tacker? Wow. Ja, ja, ich werde jetzt alle überraschen. Die Hauptsache ist, festzubinden. Ich habe eine wunderschöne Hängematte. Ja, ich kann mich drauf ausruhen. Sehr bequem. Hello. Hat sie sich eine Hängematte gebaut? Sei nicht neidisch. Oh, es ist yes. Irgendwie langweilig. Eine Idee. Die Hängematte ist noch nicht nötig. Ich werde einen Tisch aus diesem Nachttisch und diesem Stoff machen. Es sollte schön sein. Jetzt brauchen wir noch Besteck. Ich habe einen schönen Teeservice mit so süßen Tassen. Willkommen bei der Teeparty, meine Freunde. Oh, was für ein Kindergarten, eine Teeparty. Ich habe eine bessere Idee. Ich möchte Musik hören. Sie wird bestimmt eifersüchtig auf mich sein. Hallo? Kommen Sie rein. Stellen Sie sich hier hin. Feiern Sie heute Abend eine Party? Was für eine Party ohne Lichter. Ja, Sie haben recht. Gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt rufe ich alle meine Freunde an. Mädchen, hallo, hallo. Ich habe euch schon so lange nicht gesehen. Lasst uns Spaß haben. Jetzt wird's richtig geil. Was machen Sie da? Nicht reinkommen? Ich wollte das aber selbst nicht. Es ist so laut. Das ist unmöglich. Meine Ohren. Macht die Musik aus. Nun, ich werde es Ihnen jetzt zeigen. Ich rufe die richtigen Leute an. Man wird sich um Sie kümmern. Ja, die Musik ist zu laut. Kommen Sie. Ich warte. So schnell? Hallo? Dorthin, bitte? Wir bringen alles in Ordnung. Keine Sorge. Sie? Ja, ja. Ein Profi ist am Werk. Mädchen, Sie machen zu viel Lärm. Das ist nicht gut. Ich habe eine Idee. Es ist für Sie. Vielen Dank. Es ist ein Vergnügen, mit so netten Leuten Geschäfte zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Party. Was für ein schöner Tag heute, der mich zum Tanzen und Lächeln bringt. Habe ich recht? Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Sieht nur, wie man Probleme lösen soll. Ach
so. Schon wieder. Okay, ich habe auch eine Idee. Ich weiß, wie man Spaß hat. Du wirst sehen, meine Party wird 100-mal besser als deine sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Globus. Ich hole die Disketten. Großartig, jetzt reicht es aber. Jetzt muss ich sie ein bisschen zerschneiden. In kleine Quadrate ausschneiden. Passt auf. Erledigt. Ich habe jetzt viele glänzende Quadrate. Sie müssen auf meinen Globus geklebt werden. Und fertig. Es ist wunderschön. Jetzt soll ich es hier aufhängen. Es sieht perfekt aus. Ich kann die Wand mit den übrig gebliebenen Scheiben dekorieren. Ich habe so gut ausgedacht. Ich habe keine Lautsprecher, aber ich habe Schlauheit dafür. Ich drehe meine Lieblingsmusik lauter, damit sie jeder hören kann. Gefällt es euch, meine Freunde? Was ist das? Was für eine coole Party. Wir müssen dorthin gehen. Hallo, dürfen wir zu dir? Ja, natürlich, macht mit. Es ist eine Teeparty, wie aufgeregt. Wie ist das möglich? Ich brauche etwas Licht. Das Buch ist so interessant. Was ist das? Das Licht blinkt. Das ist nicht gut. Es ist aus. Hey, funktioniert doch! Was soll ich tun? Wow, ich habe eine Kiste mit Glühbirnen. Das sind ganz schön viele. Die hier sollte passen. Oder sie könnte für etwas anderes verwendet werden. Alle Glühbirnen auf den Boden auslegen. So. Und dich brauche ich sehr. Genau gesagt, dein Kabel. Erledigt. Jetzt soll ich die Lampen anbringen. Es hat geklappt. Was macht sie da? Ich befestige nun die Girlande um den Rand des Bettes herum. Was ist das? Super, was für eine Schönheit. Es ist sehr hell. Jetzt kann ich mein Buch weiterlesen. Ach, ich bin so begabt. Wow, wenn du so kannst, dann kann ich es auch. Ich brauche eine Lieferung, dringend. Guten Tag. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Bringen Sie Licht in dieses Bett. Kein Problem, ich habe alles, was ich brauche. Sie werden das hellste Bett aller Zeiten haben. Schalten wir an und fertig. Wunderschön, hier ist Ihr Geld. Danke. Oh nein, was für ein Albtraum, alles steht in Flammen. Mein Bett, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wir müssen jetzt auslöschen, jetzt. Ich werde alles tun, ich rette dein Bett. Erledigt! Das war wirklich beängstigend, aber wir haben das geschafft. Komm zu mir. Na ja, gehen wir. Was kann ich noch tun? Aber hier ist es bei dir sehr schön. Und deine Spielzeuge sind cool. Frieden! Ja, natürlich Frieden. Tag, hier sind Ihre Pakete. Sie können auspacken. Danke, Herr. Mal sehen, was es in meinem Karton so gibt. Oh, ein rosa Wischmopp. Ausgezeichnet. Der passt gut, um die Spinnwegen glamourös aus meinem Lieblingshaus zu entfernen. Was für eine riesige Spinne. Ich hoffe, ich bekomme keine grauen Haare von diesem Schrecken. Oh, oh nein. Das ist eine riesige Spinne. Bleib jetzt hier, Monster. Gleich fange ich alle Spinnen in ein Staubsaugergefängnis. Was habe ich bekommen? Oh, Gummihandschuhe. Klasse, jetzt werden wir den Müll aus meinem zukünftigen Traumhaus entfernen. Spinnennetze, weg von hier. Perfekt. Yes! Wow, Kim. Ja, ich weiß, dass ich so umwerfend bin. Dieser rosa Teppich passt mir so gut. Aber ich brauche ihn, um das Haus zu dekorieren. Also bewachen wir uns mit einem Tacker und fangen an, das Haus mit einem herrlich weichen rosa Teppich zu bedecken. Ich liebe diese Farbe so sehr. Sie betont mein neues rosa Outfit perfekt. Und dieses Herz wird auf dem Dach des Hauses großartig aussehen. Jeder wird wissen, dass die schöne Kim hier lebt. Und jetzt müssen wir die Haare ein wenig glätten, aber nicht meine, sondern die des Hauses. Es erfordert die gleiche Aufmerksamkeit wie auch bei mir selbst, um immer hübsch zu bleiben. Mein weiches Haus ist fertig. Und was hat Kim da gemacht? Ein rosa Wollklumpen. Gleich zeige ich euch ein cooles Design des Hauses. Dafür brauche ich blaue Pringles.
Ich wusste, dass ich nicht umsonst mein ganzes Leben lang Pringles gegessen habe und diese Verpackung gesammelt habe. Ich brauchte sie genau für diesen Moment. Hier passen meine blauen Lieblingsfruchtgummis perfekt. Aber das ist noch nicht alles. Oreo, ich liebe diese Kekse. Also kleben wir sie auf das Dach. Wow, sieht hier so gut aus. Und eine Flagge. Fertig. Mia, was machst du da draus? Ich blase Ballons auf. Diese gelben Ballons passen perfekt zum Design meines Hauses. Ich muss alle aufblasen, alle Ballons, damit sie für das ganze Haus ausreichen. Und der letzte? Puh, ich bin ein bisschen müde. Ich sehe schon Sternchen in meinen Augen. Mia, wie geht's dir? Großartig. Schneller das Haus dekorieren. Okay, fangen wir von unten an und gehen bis nach oben. Diese gelben Ballons erinnern mich an lange Würmchen. Es sieht so lustig aus. Mein Haus wird so luftig und bunt sein. Hier kommt die Sonne her. Wow, eure Häuser sind so bunt. Aber was kommt als nächstes? Bananen sind so lecker. Aber ich brauche noch mehr. Wir graben ein Loch aus und legen eine Banane hinein. Perfekt. Und jetzt bewässern wir alles und warten. Wow, was für ein cooler Baum ist bei mir gewachsen. Und hier sind meine Lieblingsbananen. Okay, hier brauche ich definitiv eine Liege, auf der ich mich ausruhen kann. Wir decken den Kopf ab, damit uns die Sonne nicht trifft. Und wir trinken einen leckeren Cocktail. Toll. Wow, Bananen. Ich denke, dass es meiner Nachbarin nichts ausmacht, wenn ich ein paar esse. Oh, Mia, hallo. Sie hat mich gesehen. Ich war hier nicht. Also, ich muss mir etwas auch für meinen Hof einfallen lassen. Genau. Ich habe ein Auto, aber wo kann ich's fahren? Ich baue jetzt eine riesige Rennrutsche. Wir befestigen sie hier und hier. Wow, wie cool. Hierhin kommt ein Auto und es kann losgehen. Wow, wie schnell es fährt. Coole Sache. Ich liebe Rennwagen. Hey Kim, willst du dazu kommen? Mit dir? Diese Kinderspielzeuge? Niemals. Ich habe hier was Interessanteres. Es gibt ein kleines Werkzeugset und Teile meiner Schaukel. Sie müssen nur zusammengebaut werden. Ich schaffe es jetzt ganz schnell. Fertig! Meine rosa Schaukel ist fertig. Ich kann jetzt mit meinem Einhorn spielen. Ich weiß, dass mir definitiv ein Briefkasten fehlt. Wie bekomme ich dann Briefe von Fans? Wow, ich brauche auch einen Briefkasten. Freunde aus vielen Ländern schreiben mir so oft. Ich weiß sogar, wie ich ihn bemalen kann. Wir tauchen die Blume in Farbe ein und drücken sie an den Briefkasten. Wie schön. Wow, das ist ja cool. Ich habe auch eine coole Idee. Hier ist Hip-Hop-Bob. Er wird meinen Briefkasten bewachen. Hallo an alle. Ich bin der Postbote Sam und habe euch die Post mitgebracht. Was für einen sonnigen Briefkasten haben Sie, Fräulein? Hier ist der Brief. Oh, guten Tag, Herr Dan. Ich habe auch Ihnen einen Brief mitgebracht. Ich hoffe, einen guten. Oh, es tut weh. Ich werde dir keine Post mehr bringen. Wechsel den Briefkasten. Und wer wohnt hier bei uns? Mensch, so eine Hübsche. Ich bin, Oh, ein Brief. Tut mir leid. Es war keine Absicht. Oh, es war irgendwie peinlich. Hier ist Ihr Brief. Miss meines Universums. Oh, danke, lieber Herr. Ich muss gehen. Wir sehen uns in einer Woche. Irgendwie habe ich keinen Spaß mehr an den Autos. Genau, ich habe ja noch nichts im Haus gemacht. Ich will schnell ein Traumzimmer. Bingo! Oh, wie leer ist es hier. Ich brauche definitiv etwas Cooles. Und ich fange an mit den Wänden. Die blaue Farbe an den Wänden wird perfekt aussehen. Gleich streichen wir alles. Wow, es hat Spaß gemacht. Was kommt weiter? Genau, ein Teppich. Weiche Puzzles werden im Raum eines echten Kerls spektakulär aussehen. Wie cool. So, und ich vermisse hier noch eine Wand mit meinen Spielsachen. Hier sind sie schon. Lass uns alles aufhängen, damit jeder weiß, dass ich cool bin und nur mit coolen Spielsachen spiele. Der blaue Mann wird hier alles beschützen. Und ich habe fast über Haggy Waggy vergessen. Ein paar meiner Bilder an den Wänden. Kristalle sind auch gut. Aber damit muss man vorsichtig umgehen. Es wird hier stehen. Perfekt als ein Tisch. Oh. Und ich weiß schon, was ich auf ihn hinstelle. Ein Haus für meinen Hamster. Das ist mein kleiner Hamster Pete. Er wird mit mir zusammenleben.
Dieser Stuhl ist für mich und ich glaube, alles ist fertig. Toll! Und jetzt kann ich mich ausruhen und mit meinem kleinen Freund Spaß haben. Er bringt mir Glück beim Spielen. Ich habe jetzt ein richtiges Traumzimmer. Ich freue mich so sehr. Das ist unglaublich cool. Ich möchte mein Zimmer auch wieder ausstatten. Aber zuerst mache ich eine neue Maniküre. Oh, diese rosa Nägel werden alle verrückt machen. Hey, warum sind die Wände so furchtbar weiß? Das geht so nicht. Dringend, wir streichen sie dringend in rosa. Wie niedlich es jetzt aussieht. Jetzt malen wir Herzchen im ganzen Zimmer. Das sieht so süß aus. Genau wie ich. Und für dich auch ein Herzchen malen wir. Ist das ein leerer Boden? Schrecklich. Jetzt sind rosa Teppiche im Trend. Ein paar Herzchen und eine schöne Lichterkette schaden hier nicht. Ausgezeichnet. Ich schicke süße Küsschen an alle. Und was habe ich hier? Das ist eine rosa Giraffe mit super langen Armen. Wow. Mein eigenes Bild. Und dieser Tisch wird hier auch gut aussehen. Ich habe gerade keinen Platz für meine Sachen. Aber hier wird es einen süßen Tisch mit einem Spiegel sehen, damit ich jeden Tag schön sein kann. Oh, ich muss mein Make-up ein bisschen erfrischen. Ich bin umwerfend, ich habe die weichen Haare und ein gutes Parfüm ist der Schlüssel zum Erfolg. Alles Beste für mich selbst. Gut, mein Zimmer ist fertig. Es ist das Schönste von allen. Ich habe fast vergessen, euch eine weitere Schönheit in diesem Haus vorzustellen. Es ist meine Katze Martha, sie wird hier bei mir wohnen. Ich habe sogar eine Liege für sie gefunden, sie ist so süß. Diese weißen Wände machen mich traurig. Das muss dringend geändert werden. Aber ich habe schon eine coole Idee. Zuerst streichen wir die Wände gelb, damit alles hier bunter und positiver aussieht. Wir nehmen die Farbe und streichen die Wände mit einer Rolle. Ich liebe es, Wände zu streichen. Jetzt male ich eine Sonne. Ich schicke euch Strahlen des Glücks und Lächelns. Sehr schön. Und jetzt müssen wir alles, alles schnell übermalen. Das perfekte Gelb. Aber ich mag es nicht, auf dem Boden zu sitzen. Ich muss etwas Weiches finden. Zum Beispiel Sand. Ich liebe Strandsand. Er ist so weich und warm. Wie cool. Und jetzt kleben wir Plakate an die Wände. Ich habe ein zartes Blümchen und eine coole Ente. Quatsch, quatsch. Mein Regal für jeden Schnickschnack. Ich habe fast über meinen besten Freund vergessen. Meine Plüschente. Setzt euch und wir bringen dich hierher. Hier wird ein Tisch gut aussehen und ich brauche einen kleinen Sessel. Dieser gelbe auflassbare Ring passt perfekt. Da. Es ist so cool hier, dass ich sogar Ukulele spielen will. Oh. Wie gefällt's euch? Ich werde später ein Konzert veranstalten. Für jetzt ist hier dein Platz. Die Blumen an der Decke sind perfekt. Okay. Und ein Foto von meinem Lieblingstier. Er ist so süß. Ich liebe ihn. Übrigens, wo ist Richie selbst? Richie, komm her. Hallo, mein Freund. Lass uns spielen. Du spielst doch gerne, oder? Sing mit, Richie. Du fühlst die Musik gut. Schreibt in die Kommentare, welches Haus euch am besten gefallen hat. Wow, Enid hat sich ein neues Auto gekauft. Es sieht toll aus. Und hier ist Wednesday in ihrem neuen Auto. Hey, sie hat das gleiche Auto wie ich. Nein, du hast das gleiche Auto wie meins gekauft. Mädels, lass uns nicht streiten. Eure Autos sehen toll aus. Wir müssen nicht raten, wer zuerst das gekauft hat. Oh, ich glaube, eine Challenge fängt an. Lalala, mein Regenbogenpaket ist da. Was hat sie vor? Ist das Autoschmuck? Das ist genau richtig. Ich werde ein Regenbogen-Einhorn-Auto haben. Ich soll dafür nur einen weichen Regenbogenteppich aufhängen. Es ist wichtig, das ganze Auto mit Teppich auszulegen. So wird mein Auto besser als Wednesdays aussehen. Auf den Rändern Regenbogen und hier ein Horn. Wow, Enid, dein Auto sieht fantastisch aus. Wednesday, was sagst du dazu? Ich werde diesen Regenbogenwahnsinn nicht einmal kommentieren. Aber ich habe auch eine Idee. Ich werde mein Auto in meinem eigenen Stil dekorieren. Ich muss nur noch das Nötigste bestellen, dann bin ich fertig. Kurier ist schon da, so schnell.
geht ihm doch sicher gut. Er sieht ein bisschen blass aus. Ja, das ist Quentin. Er arbeitet bei Graf Dracula. Vielen Dank. Also, was habe ich denn da? Eine schwarze Farbe, eine gute Möglichkeit, das Auto schnell und sauber in meiner Lieblingsfarbe schwarz zu lackieren. Das Weiß sah furchtbar aus. Erledigt? Ich will natürlich Accessoires. Das wird ein Vampirauto. Quentin hat mich inspiriert. Und ich soll das Wichtigste nicht vergessen. Zähne und Reißzähne. Mein Auto sieht so furchterregend aus. Oh, was ist das für eine Düsternis? Ist das neue Auto von Wednesday? Wednesday, Enid, eure Autos sehen wunderschön aus. Kein Grund zum Streiten. Enid, hast du wieder etwas für das Auto bestellt? Das sind nur Kleinigkeiten. Ein paar Spielsachen für das Innere des Autos. Sonst ist es langweilig. Ich werde einfach ein paar Regenbogenteppiche auf die Sitze legen. Sie sind so weich und bunt. Ich soll nicht die Hintersitzen vergessen, denn ich habe viele Freunde, die normalerweise hintersitzen. Noch den Lenkradbezug. Er ist weich, genau wie mein ganzes Auto. Man kann nie zu viele Regenbogenteppiche haben. Mein Lieblingsspielzeug Hagiwagi? Keine Fahrt vergeht ohne ihn. Regenbogen, Einhorn und Kuscheltier. Nur noch ein bisschen und mein Auto ist komplett fertig. Wow, Enid, der Innenraum deines Autos sieht fantastisch aus. Ich lasse es so nicht. Ich dekoriere auch den Innenraum, nur viel cooler. Ich habe gerade ein paar schwarze Teppiche für meine Sitze gefunden. Das sieht aber cool. Noch mehr schwarze Kissen für meinen Lieblings-Hagiwagi. Nicht zu vergessen den Lenkradbezug. Oh ja, ich stelle mir schon vor, wie ich durch die Straßen fahre. Ein paar Fledermäuse und Spinnweben draufkleben. Ich hänge hier meinen Freund hin. Übrigens heißt er Jack. Jack ist sehr lustig. Ich hänge noch Geschenke von meinen Eltern auf. Fertig. Was könnte noch besser sein? Bei dieser coolen Einrichtung bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist noch ein Freund von dir? Ja, das ist Bob. Er hat ein bisschen abgenommen. Hey, wir haben heute Halloween, oder? Willst du einen meiner Freunde kennenlernen? Wie schrecklich! Ich muss mich schnell verstecken. Wednesday, reparierst du etwas? Eiskaltes Händchen, gib mir den Schraubenschlüssel. Komm schon. Beeil dich. Danke. Also, Wednesday, was machst du da? Wir sind doch gespannt. Oh, Enid. Hi, wie geht es dir? Siehst du, Wednesday baut etwas, aber wir wissen noch nicht was. Ja, ich erzähle euch alles gleich. Eiskaltes Händchen, Schraubenschlüssel. Hey, wo ist es? Ich finde dich, Faulpelz. Du willst gar nicht arbeiten. Ich habe dich einmal gebeten, mir zu helfen und du bist weggelaufen. Wo bist du? Ich werde nicht schimpfen, ich verspreche. Ich bin nur ein bisschen sauer. Komm raus! Ist es in die Höhle gefahren? Es ist nirgends zu finden. Ich finde dich und schicke dich zu den Eltern zur Erziehung. Hey, was ist das für eine Schlange mitten auf der Straße? Hm, seltsam, wozu stehen sie da? Enid, was ist hier los? Hallöchen, Wednesday. Ich und eiskaltes Hähnchen haben einen Schönheitssalon im Kofferraum eröffnet. Gefällt es dir? Was habt ihr getan? Hähnchen, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe meine Buchrosen im Kofferraum also schon lange nicht gestützt. Ich denke, jetzt kann ich es tun, solange ich noch etwas Zeit habe. Meine Rosen duften so schön. Ja, wunderschön. Und jetzt ist es Zeit, mein Lieblingskaninchen zu streicheln. Oh, du hast mich erschrocken. Schau mal, wie süß es ist. Ja, sehr süß. Und zu weiß. Komm mal, gucken, was ich im Kofferraum habe. Sehr gerne. Hurra, eine Party bei Wednesday. Und was hast du da? Halt, du sollst die Augen schließen. Kein Problem. Ich habe genau den richtigen Regenbogenschal für solchen Fall. Ich mag Überraschungen. Oh, Enid, diese Überraschung wird dir nicht gefallen. Es sieht alles sehr gruselig und schrecklich aus. Oh, aber es ist Wednesdays Kofferraum, also konnte man es erwarten. Enid, halte durch. Es wird sehr gruselig. Hoffentlich, wenn nicht Schlangen, dann Ratten werden dir bestimmt gefallen. Wow, was ist denn da? Etwas Weiches. Wie interessant.
Fenster, ich mag Überraschungen sehr, sehr gerne. Also sag mir nichts. Ich hätte ja gedacht, dass es eine Schlange ist. Aber woher soll sie denn hier kommen? Hey, Wednesday. Oh nein, sind das echte Schlangen? Und noch Ratten? Wednesday, wie konntest du nur das machen? Wednesday, das war zu viel. Hurra, Wednesday wird gleich sein Cello spielen. Das wollte ich schon lange mal hören. Was ist das für ein Chor, der ich jetzt hören muss? Schalte das aus. Nur Enid kann sich diese Foltermusik anhören. Das würde ich nicht mal meinen ärgsten Feinden machen. Gut, dass ich neue Lautsprecher für meinen Kofferraum gekauft habe. Bob, jetzt zeigen wir ihr mal, was richtige Musik ist. Wow, wir haben ein Musikbattle. Womit antwortet denn Enid? Was? Katzengeheul? Ah, das ist Wednesday und ihr Cello. Wednesday, du verscheust meine Freunde. Was ist denn das? Händchen, machst du diese Musik? Ich habe dir eine leisere, klassischere Symphonie beigebracht. Hört sich richtig gut an. Da bekommt man sogar gleich Lust zu tanzen. Komm schon, Wednesday. Okay, ich gebe zu, die Melodie ist schon ein bisschen cool. Ich würde gerne tanzen. Mädels, das ist so schön. Die Musik hat alle zusammengebracht. Eiskaltes Händchen, du bist ein genialer DJ.